Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich wieder mal nach Ewigkeiten von Transport Fever 2 und wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Diejenigen, die schon etwas länger dabei sind, werden sich vielleicht noch erinnern, es gab hier mal eine Transport Fever 2 Karte, die wir mal sporadisch immer mal wieder gespielt haben und tatsächlich läuft der Spielstand noch nach all den Updates. Von daher würde ich sagen, machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir befinden uns nämlich hier in dieser Güterzentrale bei, wie heißt die denn? Talon. Das ist dieses Örtchen hier oben auf dem Berg, das ganz hübsch hier aussieht. Für all die, die jetzt das erste Mal hier bei Transport Fever zugucken und sich fragen, worum geht es hier? Wir haben damals vor Ewigkeiten, damals als die Welt noch in Ordnung war, haben wir hier vorne angefangen, Arrowhead. Und zwar ist das Thema des Ganzen so eine Art Güterverkehrshauptlinie, Hauptstrecke. Es geht nämlich darum, dass es einen Güterzug gibt, der im Grunde genommen über die gesamte Karte fährt. Also nicht nur ein Zug, sondern halt eine Linie. Das ist dieser Zug nicht, sondern das ist unsere, wenn wir kurz die Linien aufrufen, die Strecke Mainline. Ne? Moment. Genau, Mainline. Das hier ist unsere Mainline. Die, da sind jetzt aktuell 3 Züge unterwegs und die fahren im Grunde genommen über die komplette Karte. Wir haben dann hier an einzelnen Stellen, an so gewissen strategisch sinnvollen Punkten, haben wir dann hier so größere Güterbahnhöfe, wo im Grunde genommen allerhand Industrien, die in der Nähe sind, angeschlossen werden mit Zügen, mit LKW, wie auch immer. Und alles, was hier produziert wird oder hingebracht wird, das Ganze wird dann in diesen Güterzug geladen, in diesen Mainline-Güterzug, der fährt dann weiter bis zum nächsten großen Güterzug-Hub. Das ist dann zum Beispiel hier bei Scotts Grove. Der fährt dann mit all den Waren und so weiter hier weiter. Die werden dann hier umgeladen, werden zu den umliegenden Fabriken gebracht. Sachen von den Fabriken drumherum werden wieder zurückgebracht. Also das Spiel denkt sich da schon irgendwie selbst eine Logik aus, was wohin gebracht wird. Und das Krasse ist, der Zug ist halt immer voll. Der Zug macht ein unglaubliches Plus. Und wir haben hier super viele Waren geladen. Also guckt euch das mal an, was wir hier für die Mainline haben. Wie viel hier so alles aussteht. Und das Ganze soll am Ende, wenn das Projekt endet, so sein, dass das im Grunde über die komplette Karte geht. Es ging dann danach weiter hier bei Blue Valley. Mit diesem großen Güterbahnhof hier. Ne? Hier geht es dann... da haben wir auch schon einen der Züge mit der Mainline. Das Wichtige ist, dass dieser Zug alle Waren laden kann. Das ist das Wichtigste. Hauptsache, das kriegt er hin. Und dann ging es, ne, und die umliegenden Städte und so weiter drumherum kriegen dann auch jeweils noch ein Netz mit dazu spendiert im Grunde genommen. Hier haben wir so eine Stadt ganz in der Ecke mit dem Bahnhof, der noch ausbaufähig ist. Aber hier stehen immerhin noch ein paar Leute. So, und dann ging es hier weiter, nämlich hier nach Talon. Hier ist auch im Grunde genommen alles drumherum schon mehr oder weniger angeschlossen. Die Städte sind untereinander, glaube ich, angeschlossen mit Zügen, mit Bussen. Also wenn ich mal jetzt hier gucke, hier ist auf jeden Fall ein Personenbahnhof. Hier gibt es einen Regio, der fährt diese 3 Städte hier an. Ich glaube, Talon selbst hat auch einen Personenzug, genau. Also irgendwie ist das Ganze schon miteinander angebunden und verbunden, sodass auch es nicht nur um Güter geht, sondern eben auch um die restlichen Waren. Und weil wir hier in diesem Gebiet im Grunde genommen schon alles oder fast alles angebunden haben, was jetzt noch fehlt, wäre zum Beispiel hier diese Ölraffinerie. Das hier ist, glaube ich, angebunden. Ist da auch eine Linie drauf? Ja, ne, die Warenlinie. Gut, die Linie macht ordentlich Minus, da gibt es jetzt nichts Großartiges. Ich muss nochmal kontrollieren, ob tatsächlich Waren auch von unserem Zug geladen werden, beziehungsweise hier die Schlacke und, das ist Plastik, ne? Kunststoff und Stahl. Muss ich mal ganz kurz schauen. Da am Mainline. Was kann der denn so? Oder was transportiert er denn? Ne, doch, hier Plastik, Kunststoff ist auf jeden Fall dabei. Okay, ja. Kann der eigentlich Erze und sowas transportieren? Frage ich mich. Verwalten wir mal die Fahrzeuge. Also hier, ja, okay, die können, glaube ich, fast alles transportieren, diese Wagen hier. Cargo. Also wir haben hier die hier geladen,
Moment mal, das müssen wir irgendwie ein bisschen größer machen. Ja, dann machen wir das so. Genau, hier, das Zeugs kann damit geladen werden. Die Wagen haben wir allerdings gar nicht dran, ne? Ah doch, hier einen haben wir davon jeweils. Hier fehlt uns noch ein solcher Wagen. Den packen wir auch noch dran. Dann haben wir hier diese Container. Aber wir haben auf jeden Fall hier auch diese FALNS-Wagen. Das heißt also, wir können auch Kohle und das Zeugs transportieren. Also müssten wir, glaube ich, alles transportieren können, was es so an Warentypen gibt. So, dem haben wir jetzt auch noch einen Wagen spendiert, dem Einzug. Dann passt das soweit. Natürlich kann man hier noch groß, ganz viel noch weitermachen mit Bemalen und so Zeugs, aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal hier ein bisschen weiterzukommen und schauen mal, wo wir eigentlich den nächsten großen Güterbahnhof platzieren können. Wir können damit im Grunde genommen anfangen. Ich würde jetzt gerne mal expandieren und zwar auf die andere Seite des Wassers. Hier bei Far Rapids lohnt sich das, glaube ich, nicht, wobei es auch recht viele Waren gibt drumherum, da recht viele Fabriken. Hier schön übrigens der Steinbruch hier mitten im Berg drin, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, so von der Position her auch, glaube ich, recht realistisch, auch wenn so ein Steinbruch in Realität um einiges größer ist, ne? Ja, hier bei Stonewall wäre natürlich sinnvoll, hier so, ach, schaut mal an, nee, was ist das denn, irgend so ein Personenbahnhof, weiß ich nicht, wo der herkommt, den können wir, glaube ich, wegreißen. Ja, ich überlege gerade. Eigentlich könnten wir erstens hier so in der Gegend noch eine Stadt hinbauen. Also wenn wir von hier kommen, würde ich gerne schon so in die Richtung und dann vielleicht hier so am Berg vorbei, durch die Alpen durch. Und dann wäre eigentlich hier vielleicht so eine Art Güterzentrale gar nicht mal so falsch. Hier so, weil dann haben wir eigentlich eine ganz gute Position für alle anderen drumherum. Ich würde sagen, das machen wir doch mal zuerst. Dafür erstmal die Gebäude der Marke Güter. Okay, gut, muss ich mal mehr Bahnhöfe laden. Riesig bitte. Oberleitung, ja bitte. Main Building, das passt soweit. Und dann positionieren wir dich einfach mal hier hin. Und für die Mainline machen wir den direkt mal ein bisschen größer, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie lang die Mainline-Züge sind. Machen wir das mal so und hier auf der Seite gerne auch. Ups. So, du einmal weg. Und du einmal bitte hier dran. Und dann hätte ich auch noch gerne Gleis E. So, einmal dahin. Und hier vorne hätte ich einmal gerne bitte das Gleiche. Haben wir noch irgendwelche Gebäude, mit denen wir den Bahnhof noch ausgestalten können? Hier können wir noch was positionieren. Was haben wir unter Verschiedenes? Okay, das bringt uns jetzt nicht so viel. Cargo Shed. Cargo Plattform. Goods Shed. Ja, mach mal. Okay, was haben wir sonst noch? Goods Shed. Mittleres Hauptgebäude, das ist, glaube ich, eine Person. Nee, gar nicht. Was ist das hier? Platform Ramp. Aha, gucken wir uns gleich mal an. Ah ja, cool. Cool gemacht. Ich würde sagen, wir benutzen einmal ganz kurz das Terra-Tool. Bisschen das Ganze einebnen und dann spendieren wir denen auch direkt mal eine Straße. Und zwar eine Landstraße. So. Und wohin mit der Straße? Erstmal noch ein bisschen, noch ein Stück geradeaus weiter. Und dann machen wir jetzt erstmal hier provisorisch die Kurve. Und weil wir es direkt können und ich es ganz schön finde, aus der Landschaft ein bisschen mehr Struktur gibt, nehmen wir hier auch noch eine Straße.
einmal hier durch dieses Tal hindurchführt. Ja, Spiel. Ja, einmal hier rein. Ja, meinetwegen gerne mit einem Tunnel und hier vorne mit einer Brücke. Warum auch nicht? So. Hallo? Oh, hier fehlen Pfeiler. Ah, das sieht doof aus. Nee, so nicht, sondern gerne so. Und dann nehmen wir mal diese Brücke stattdessen. Wie sieht das aus? Das sieht doch sehr gut aus. Okay, dann würde ich sagen, legen wir zuerst die Gleise. Dazu einmal hier zurückgesprungen und geguckt, wo ist die Mainline? Die ist hier drin. So. Nee, Moment, das ist die falsche Linie. Dahin wollte ich. Mainline. Die kann dann gerne hier über diese Gleise raus. Jawohl. Ups, Moment. So, genau. Die kann dann hier über diese Gleise raus, kann dann hier geradeaus weiter, kann dann hier lang, kann dann hier durch und dann, ja und dann könnte die theoretisch hier die Kurve nehmen, geradeaus weiterfahren, von hier aus dann hier hin und einmal hier dran vorbei. Und wir haben nämlich hier vorne, eigentlich würde ich nämlich super gerne, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt, wir haben hier vorne diese Mod hier mit dieser Brücke und dem Gleis da drauf vom Huge Dragon. Eigentlich würde ich gerne hier drüber fahren, aber ich glaube, das machen wir eher für einen Personenzug, oder? Andererseits, das wäre schon ganz cool, eigentlich hier auch einfach mal. Wir könnten hier durch die Stadt praktisch durchbrettern und dann hier einmal so lang und dann hier so durch die Berge wieder zurück. Oder alternativ, wir fahren halt hier, so. Dann geht's hier raus und dann müssen wir hier so eine ewig lange Brücke, da müssen wir dann drüber fahren, auch nicht so ideal. Ich finde es schon eigentlich ganz cool, eigentlich finde ich es hier so von der Lage her am besten. Oder wir bauen diese Brücke einfach nochmal irgendwo anders, also hierhin praktisch. Aber dann sind wir auch direkt im Berg drin. Nee, ich glaube, ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier so lang fahren über Far Rapids. Dazu nehmen wir uns mal ein Gleis. Nehmen wir mal das Standardgleis hier. Genau, so, wir wollten also hier lang. Und dann scheren wir mal hier praktisch aus. So. Und fahren dann einmal hier durch diesen Bahnhof durch. Mal gucken, ob das in einem klappt. Jawohl. Genau. Dann sind wir hier in den Gleisen drin. Dann muss jetzt einmal die Stadt dran glauben. Ciao. Tschüss, auf Wiedersehen. Und dann kommen wir hier vorne wieder raus. Wollen wir das? Ja. Ne, wir müssen auf jeden Fall ein ziemlich. Wie hoch ist die Stadt hier? Oh, die ist sehr hoch. Also wir müssen entweder einen sehr, sehr langen Tunnel machen oder wir fahren hier so den Bergkamm entlang. Ich würde, glaube ich, ausnahmsweise mal den Tunnel in Kauf nehmen. Ich bin zwar kein großer Fan davon, so von Tunneln, aber vielleicht muss das auch jetzt mal sein. So. Noch ein bisschen runter. Achso, das ist schon maximales Gefälle.
hier gerne aufschütten. Und das zweite Gleis, wo ist es? Da ist es. So. Genau. Dann können wir jetzt hier so ein bisschen einfach entlang des Flusses. So. Und hier einmal auch gerne aufgeschüttet. Genau. So. Kommen jetzt natürlich in einem sehr, sehr steilen Winkel rein. Und das Ganze ist natürlich eingleisig. Oder wir bauen hier noch eine zweite Brücke dieser Art hin. Fahren auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Das ist ja ein Depot, ein Straßenfahrzeugdepot. Das heißt also, wenn wir hier zu den Gebäuden hingehen, müssen wir doch irgendwo diese Brücke haben. Nee. Oh. Na? Tja. Achso, nee, das sind ja gar keine Depots. Hier sind die Depots. Da ist es. Railroad Bridge. Oberleitung, ja bitte. Länge 140 Meter. Ne? 180 Meter. Ja, fast. 220. Genau, 220 passt. Einmal die Brücke hier weg. Und dann können wir die Brücke einmal. Achso. Ah, die Straßen sind jeweils auf der anderen Seite. Ne, dann hätte ich das gerne eigentlich. Ja, ist auch egal. Wie herum? Dann machen wir das Ganze so. Dann haben wir das jetzt einfach zweimal. Dann ist das so. Gucken, dass wir das hier irgendwie anschließen. Bisschen komisch natürlich. Warum würde man das so machen? Keiner weiß das so genau. Aber dann haben wir das halt einfach zweimal. Wer hindert uns denn daran? Hier baue ich jetzt die Straße noch nicht, weil ich nicht ganz weiß, wie wir mit den Gleisen verfahren. Hier so eine schöne Straße am Fluss entlang, weil wir alle Autos direkt in Wassernähe lieben. Und dann können wir jetzt die Gleise hier zusammenschustern. Mit einer recht engen Kurve, aber man darf hier, glaube ich, eh nicht besonders schnell über die Brücke fahren. Also machen wir das Ganze einmal so. Na, vielleicht war die Kurve sogar ein bisschen too much. Ja, meinetwegen gerne nochmal einen Tunnel. Nehmen wir mal das hier. So, und das hier einmal da dran. So, dann haben wir auch diese schöne Galerie hier. Das passt auch soweit. Man darf das nicht in Kurven reinbauen, sonst hängt das ein bisschen ins Gleis rein, wie zum Beispiel hier. Das war eine gute Idee. So, dann nehmen wir halt eher sowas Kleineres. Das dürfte dann eigentlich funktionieren. So. Genau, hier ist das alles gut. Dann fahren wir hier so praktisch zweigleisig drüber. Oder jeweils zweimal eingleisig drüber, wenn man so möchte. So. Ja, die Straße kriegt ihr gleich zurück. Ich muss nur einmal hier mit den Gleisen raus. Denn Züge haben Vorrang, beziehungsweise der Schienenverkehr hat Vorrang. Schön wäre es, wenn es in der Realität auch so wäre. So. Dann kümmern wir uns ganz kurz wieder hier um die Straße. Also erstens können wir das hier einmal aufwerten. Dann machen wir hier einen BU.
Und kriegen wir hier auch einen hin? Ja. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir hier zwei Bahnübergänge. Es rumpelt auch hier nicht so stark. Ja, ein bisschen eine Rampe, aber das soll es ja auch in Realität geben, habe ich mir sagen lassen. Jawohl. Das sieht doch ein bisschen besser aus. Dann sind wir hier zweigleisig drüber. Dann können wir einmal hier noch die Straße anschließen. Nicht mit einem Hafen, sondern mit einer Straße. Idealerweise. Ich hätte gerne eine Fahrradstraße. Also jetzt nicht für hier so, aber oh, das wird nichts. Sind wir da zu nah dran? Ja. Okay, so, wenn ich jetzt die Kurve kriege. Come on. Das wird schon irgendwie klappen. Kriegen das doch bestimmt hin. Das kann doch nicht. Das kannst du jetzt nicht. Dann nehmen wir eine dünnere Straße. Ja, komm mal, mit einer dünneren Straße geht das tatsächlich. Machen wir hier ein BU? Machen wir. War das eine Frage? Nö. So. Dann haben wir das. Finde ich irgendwie cool. Die Straße geht zwar ordentlich hoch und runter. Vielleicht kriegen wir das auch ohne Gefälle hin. Die Straße geht da schon runter. Das war das Problem. Aber wenn wir das direkt vielleicht anschließen, ja, guck mal, dann ist das ebenerdig, halbwegs. Dann passt das soweit. Jawohl, gut, dann haben wir das hier angeschlossen. Ich muss einmal ganz kurz hier raustappen. So, einmal ganz kurz geguckt, wie lange wir schon aufnehmen. 22 Minuten. Alles gut soweit. Wo haben wir den Bahnhof platziert? Hier von vorne. Dann würde ich sagen, einmal hier die Gleise genommen. Und hier raus. Machen wir hier direkt eine Weiche. Gerne eine solche. Signal können wir auch schon mal hier hin bauen. So, dann haben wir das schon mal. Ja, und jetzt? Ja, Tunnel, ne? Tunnel. Ja. Gucken, ob wir da wieder rauskommen. Nehmen wir mal hier schön den hier. Oh, das ist eine Brücke, ne? Ja. Einmal gerne wieder abreißen. So. Und wieder verbinden. Machen wir das aufgeschüttet. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier in die Gleise rein. Wie machen wir das? Durch den Bauernhof durch? Geht das überhaupt? Ja. Andererseits können wir auch hier eigentlich am Bauernhof vorbei. So ungefähr. So. Bisschen zu weit. Mal. Brauchen wir das lieber von dieser Seite aus kommt. Okay, das müssen wir auch nochmal abreißen. So. Zack.
nehme ich. Und wo ist das zweite Gleis? Da ist das zweite Gleis. Na? So. Einmal die Straße weg. Und ja, dann einmal hier eine Kurve. Ja, das passt, glaube ich, soweit. Und dann einmal gerne hier rein. So. Und einmal da rein. Dann gucken wir uns noch ganz kurz die Situation mit den Signalen an, dem Hall 1 Signal. So, was wollten wir denn? Wir wollten hier rausfahren. Geben wir uns mal hier ein Ausfahrtssignal. So. Da ist das Einfahrsignal. Das Ausfahrsignal ist mir viel zu nah am Bahnübergang, an der Weiche. Das Signal ist mir auch zu nah an der Weiche. Das ist, glaube ich, okay soweit. Das Signal ist ehrlich gesagt auch sehr unvorteilhaft, aber fährt denn hier jemand lang? Tatsächlich. Nee, das muss auch weg. So. Ja, doch, definitiv. Dann fahren wir hier einmal. Wie fahren wir denn? Ja, ich würde sagen, einmal hier über das rechte Gleis und dann auf dem Rückweg können wir meinetwegen hier über dieses linke Gleis fahren. Fahren dann hier so lang. Hier passen die Signale soweit. Ja, wobei das Signal ist ehrlich gesagt auch im Witz ein bisschen zu nah dran. Stattdessen nehmen wir mal hier ein Signal. Was mit euch? Warum steht ihr hier eigentlich? Wo passt das von der Signal, vom Blockabstand her? Nee. Nee, das ist ein bisschen kurz. Achso, okay, das ist aber eh nur ein Depot hier. Dann würde ich eher sogar noch hier eins hinstellen, vor der Weiche, und das dafür dann kappen. So. Dann können wir hier eins hinstellen. Hier eins hinstellen. Hier hin. Hier gerne im Tunnel auf beiden Seiten. So. Dann gerne hier. Dahin. So. Dann hier einmal vor dem Tunnel. Dann hätte ich gerne hier praktisch vor der Brücke 1 und hier vor der Brücke bzw. dem Bahnübergang 1. Dann gerne hier vorne nochmal, hier hin, im Tunnel, so, zack, Autosave. Und dann einmal hier vor der Weiche, hier haben wir 1 und natürlich hier hin als Ausfahrtssignal. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber why not? Was ist das hier eigentlich? Ah, okay, das sind Sperrsignale. Lichtsperrsignale, sehr gut. Okay. Dann haben wir eigentlich nach Tellen GZ kommt dann Haltestelle hinzufügen. Wollen wir über dieses Gleis hier fahren und dann nach hierhin, nach Stonewall GZ, und von hier aus wollen wir dann über dieses Gleis hier fahren. Ja, was machst du denn jetzt?
hätte gern, dass er... Ja, dann packe ich einfach hier noch einen Wegpunkt hin. Ne, hier hin. Konnte nicht alle Heilsteine miteinander verbunden werden. Mir fehlt aber keine Weiche. Ne? Moment mal, wie fährst du denn? Achso, der fährt hier eingleisig drüber. Pourquoi? Der hat doch... Wo fehlt dir jetzt eine Weiche? Also wir können ja... Fangen wir nochmal hier vorne an. Genau, hier kann er ja rüber wechseln. Theoretisch. Also nach... Was ist das hier? Achso, genau. Dann sind wir hier in Stonewall. Also das geht noch, aber danach ist irgendwo das Problem. Das passt soweit alles. Hier brauchen wir ja keine Weiche oder so, ne? Hier ist ja... Hier wechselt er ja nirgendwo das Gleis. Oder fehlt mir irgendwo ein Stück Gleis? Oh, das könnte es natürlich auch sein. Na, hier muss er ja auch nirgendwo wechseln. Hier haben wir dann eine erste Weiche, aber das passt auch soweit. Brauchen wir zwar nicht, aber können wir aktivieren. Aha. Schaut an, ab hier wird er doch zweigleisig. Okay. Meinetwegen kann er auch über das mittlere Gleis fahren, soll er doch. Aber dann haben wir auf jeden Fall den Ort gefunden, der Probleme macht. Beziehungsweise den Abschnitt schon mal eingrenzen können. Dann fehlt uns, glaube ich, einfach irgendwo ein Stück Gleis. Werkzeuge. Schauen wir mal mit dem Elektrifizierungstool. Aber alles durchgehend zweigleisig. Ah, die Brücke war nicht elektrifiziert. Kann das sein? Ah. Okay. Perfekt. So. Wo sind denn unsere Mainline-Züge, frage ich mich. Und erstens können wir diese Straße hier eigentlich noch weiterziehen. Die endet hier so irgendwo. Wo haben wir denn eine Straße? Da und da. Aber ich würde gerne hier draus eine Brücke machen. Genau. Nee. Ist die hoch genug? Ja. Ja, das ist so. Boah, ist das eine hässliche Kurve? Dann haben wir das auch erledigt. Das sieht aus wie ein Mainline-Zug. Jawohl. Sehr schön. Haben wir hier nur 189.
schöner, schneller Zug. Schön lang. Ja. Genießen so eine Fahrt hier einmal so in dieser Bergkulisse drumherum. Ich hoffe, du stehst nicht auf einer Weiche. Nee, es geht gerade so knapp. Okay, du stehst auf einer Weiche, aber das ist nur für das Depot. Also, da fährt aber keine Linie entlang. Genau, so, der macht sich jetzt auf den Weg da das erste Mal runter. Ehrlicherweise würde ich gerne mal über die Brücke mit dem mitfahren. Die komplette Mitfahrt, die sparen wir uns mal an dieser Stelle. Ich würde einfach nur gerne einmal über diesen Brückenabschnitt da vorne fahren. So, machen wir einmal deshalb das Spiel mal ein bisschen schneller hier. Einmal hier durch die Stadt durch. Ganz schön, ja, einmal durch den Bahnhof, durch die Stadt durchgedüst, hier haben die Straße auch schon wieder hingestellt. So, dann einmal hier schnell raus oder durch den Tunnel durch, ist sowieso nicht so spannend, ehrlich gesagt, für die Mitfahrt. So, und dann kommen wir jetzt hier wieder aus dem Tunnel raus. Und ich würde sagen, ab hier können wir einfach mal einsteigen. Nur ein bisschen nach hinten so. Muss jetzt mal hier und weiter hinten an. Schöne Brücke da hinten. Einmal hier durch den Tunnel durch. Dann gucken wir uns mal an, wie das auf der Brücke aussieht. Ja, jetzt werden wir auch schon ordentlich langsamer. Da fahren ja auch, das ist ja das Interessante daran, da fahren ja auch Autos durch. Ja. Hallo, da stehen Leute, machen Fotos, Selfie-Stick. Also das ist ein schönes Bild, oder? Schön, schön. Der ist voll mit Baumstämmen. Crazy. Genau, der fährt jetzt hier hoch. Wird jetzt natürlich hier nichts kriegen, wird auch nichts hier abliefern. Das ist jetzt gerade aktuell klar, weil hier einfach nichts ankommt. Aber wir könnten theoretisch, ach wisst ihr was, wir können eine Sache schon mal machen, weil das so schnell geht. Wir können einfach schon mal eine kleine LKW-Linie hier einrichten. Und zwar brauchen wir hierfür noch ein Güterterminal. LKW-Warenlager Gödes, warum nicht? Einmal hier hin. Und hier vorne können wir gerne den hier hinbauen. Dann können wir gerne ein Depot, ein Straßenfahrzeugdepot hinbauen. Auch gerne hier hin. Dann können wir hier für Stonewall GZ können wir eine neue Linie machen, nämlich Baumstamm LKW Stonewall GZ Zulieferer. Langer, komplizierter Name, aber why not? Depot auswählen. Ok,
Chicago. Und schauen, dass er Baumstämme transportieren kann. Nehmen wir mal hier ein paar von denen. Hier so ein E-Truck. Und einmal den hier. Sodass wir auch schon eine erste Linie hier haben und der Güterzug nicht komplett leer fährt, wenn er hier ankommt. Wobei jetzt ist es eh zu spät, aber der nächste kommt ja auch schon in nicht allzu weiter Zukunft. Jetzt fahren wir jetzt gerade hier raus. Und gleich liegen sicherlich irgendwann schon die Baumstämme bereit. Ansonsten werden wir dann schauen, dass wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall weitere Industrien anschließen, dass wir mal die Städte hier, Clifton ist auch nicht angeschlossen, ans Personennetz anschließen. Und ja, weitere Güterzuglinien drumherum bauen. Ihr seht, es ist hier noch viel zu tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.